Ein kurzer Blick auf ein Immobilienportal im Internet zeigt. Aktuell stehen über 140 Ladenlokale zu Biel leer und wären zu vermieten. Leere Gewerblokale sind kein schöner Anblick. Es findet kein Leben, kein Handel statt und es hinterlässt das Gefühl von Verwahrlosung. Es lässt die vorbeischlendenden Menschen nicht zum Verweilen ein. Tanja Muster wollte darum von der Stadt wissen, ob sie das als Problem sieht und was sie gegen den Leerstand unternimmt. Ich stehe hier vor einem leeren Lokal in der Bieler Innenstadt und bei mir ist jetzt Céline Schneeberger von der Bieler Wirtschaftsförderung. Frau Schneeberger, eine kurze Recherche im Internet zeigt, in Biel stehen 143 Gewerbeflächen zur Vermietung, stehen also leer. Stirbt das Gewerbe in Biel aus? Ich sehe eigentlich keinen Trend dafür, dass das Gewerbe ausstirbt. Es ist natürlich so, dass es immer wieder leere Ladeflächen gibt. Es ist aber nicht nur negativ zu beurteilen. Und zwar ist es auch wichtig, dass der Markt liquid ist und sich bewegt. Weil so kann sich auch das Angebot laufend anpassen. Wäre es nicht wichtig, dass es Läden gibt, die bleiben, die quasi zu Stammlokalitäten werden für die Bieler Bevölkerung? Also, das ist natürlich auch wichtig, aber ich denke, dass wir auch Läden haben, die bleiben und Stammlokalitäten werden und schon alte gesessene Gewerbe sind, die schon sehr lange in Biel daheim sind. Wie geht ihr als Wirtschaftsförderung zu Biel vor, für eben zum Beispiel Ladenlokale und Gewerbeflächen, die schon länger leer sind, zu füllen? Wie geht ihr da vor? Wir füllen nicht aktiv Ladenflächen. Wir helfen natürlich aber, wenn sich eine Firma in Biel ansiedeln möchte oder niederlassen, bei der Vermittlung von leerstehenden Flächen. Vor einer Woche hat ein neues Sportartikelgeschäft aufgetaucht in Biel. Und es hat eine neue Pop-up-Bar gegeben. Vielleicht könntest du noch sagen, ist das jetzt ein Zeichen, dass es aufwärts geht mit dem Gewerbe in Biel? Also natürlich ist es sehr erfreulich. Es hat jetzt gerade zwei neue Eröffnungen in Nidau-Gast gegeben. Wenn man durch Nidau-Gast läuft, sieht man auch, dass es dann gleich schon mal noch eine weitere neue Eröffnung wird geben in einem leeren Lokal. Es war nämlich gar nicht so einfach, ein leeres Lokal zu finden. Für so Trends zu beschreiben, das ist eher langfristig. Und ich denke, es ist im Moment noch ein bisschen früh, vor einer Tendenz hier zu reden. Wir haben von verschiedenen Mieter von Ladenlokalen in der Stadt Biel gehört, dass die Mieten zum Teil unzahlbar hoch werden und dass offenbar die Immobilienbesitzer lieber die Lokale leer stehen, anstatt dass sie den Mietzins ein bisschen senken. Vielleicht, was könnt ihr als Wirtschaftsförderung dagegen machen? Ja, also wir als Wirtschaftsförderung können natürlich die Mietpreise nicht vorschreiben. Es ist so, dass das durch den Markt geregelt wird. Also, ihr habt jetzt gesagt, dass sie es lieber leer stehen, die Ladenflächen. Aber ich denke jetzt, dass wenn die Ladenfläche wirklich auch eine lange Zeit leer steht und der Preis wirklich zu hoch angesetzt ist, der Vermieter den auch wird nach oben korrigieren. Aber eben, wir haben gehört von verschiedenen, dass das nicht der Fall ist. Aber hättet ihr denn irgendeine Art, wie ihr die Leute anspornen könnt, dort jetzt etwas daraus zu machen oder das zu vermieten? Gibt es irgendein Instrument von der Wirtschaftsförderung für das? Ja, also wir haben jetzt hier eigentlich nicht direkt ein Instrument. Das ist wirklich auch die Stadt, die nicht einem Vermieter vorschreiben kann, was er für einen Preis festsetzt für seine Lokalität und für sein Eigentum. Merci, Frau Schneeberger, für das Interview. Warum das gewisse Gewerbeflächen monatelang leer bleiben und die Besitzerinnen und Besitzer mit den Mietinnen nicht runter wollen, das haben wir beim Vizepräsidenten des Bieler Hauseigentümerverband und Geschäftsführer von Engelmann Immobilien nachgefragt. Der Jonas Fazio merkt schon seit ein paar Jahren, dass es in Biel mehr leere Gewerbeflächen gibt. Mit Liegenschaftsbesitzer, die die Mietzinsen nicht senken wollen, obwohl das bedeutet, dass das Gebäude leer bleibt, arbeitet er auch zusammen. Und er weiss, warum sie das machen. Der Wert von so einer Liegenschaft, der wird berechnet anhand der Mietzinseinnahmen. Und die Bank tut das bewerten mit den Mietzinseinnahmen, die zum Zeitpunkt des Verkaufs eingenommen werden. Und wenn man dort natürlich mit dem Mietzins runtergeht, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo der Mietvertrag läuft, und er versucht, die Liegenschaft zu verkaufen, dann hat die natürlich dann ein bisschen weniger Wert. Und die Gewerbefläche des untersten Gebäudes macht häufig fast die Hälfte der ganzen Mieteinnahmen aus, auch wenn es oben drin mehrere Stöcke mit Wohnungen drin hat. Aber für einen Immobilienverwalter sind die Mietpreise nicht das eigentliche Problem. Das grosse Problem sind nicht nur die hohen Mietzinsen, die seit Jahren übrigens nicht gestiegen sind.
Das grosse Problem ist vor allem das Konsumverhalten der Bevölkerung. Man geht seine Schuhe nicht mehr im Stadtzentrum kaufen, bestellt sie im Internet. Man geht seine Brötchen nicht mehr im Bäck kaufen, man geht in einen Supermarkt. Und die Änderung von diesem Konsumverhalten ist die Quelle von diesen vielen leerstehenden Gewerberäumlichkeiten. Und die Pandemie hat die Veränderung noch beschleunigt. Wenn es so weitergeht, könnte in Zukunft der Wert von Gebäuden in der Innenstadt abnehmen. Die Eigentümerinnen und Eigentümer von leeren Gewerbeflächen in Biel müssen die nach spätestens 3 Monaten der Stadt melden. Zu einer Zwischennutzung zwingen kann die Stadt sie allerdings nicht. Auf der Webseite der Stadt gibt es eine Liste von Leuten, die auf ein Lokal für genau so eine Zwischennutzung warten.